Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Jetzt gucken wir uns mal, was in Farmers Market so schönes gibt. Eine Schrotflinte, das ist doch schon mal ganz gut. Zwemo Leim gibt's auch und der schämt sich offenbar sehr doll dafür, was er da gemacht hat. Und die Drohne folgt uns immer noch fleißig, das finde ich sehr schön. Ich hoffe nur, wir können auch wirklich was damit anfangen. So. Und weiter geht's hier durch. Ups. Wir kriegen wieder Bilder zu sehen. Und landen hier bei Schott zum Markt. Puh, na dann. Müssen wir das wohl, ne? Aber erstmal einen Schluck Wasser. Ah, sehr schön. U-Invent Station, damit kann man nicht nur Spezialmunition, sondern auch neue Tonika-Hersteller. Das ging doch mal nicht schlecht. Aber ich glaube, wir hätten mal ein bisschen von der Langford was lernen müssen. Weil so Chemikerin, die wäre natürlich sehr von Vorteil bei solche Dinge. Ach ja, ach ja. So, jetzt haben wir gespeichert. Und sind jetzt hier bei Farmers Market gelandet. Okay. So. Okay. Die Rohrpost, da ist nichts drin. Die Leiche hat eine Enzymprobe. Eine von sieben. Okay, Bienenenzym. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Hm. Ja, um das geht's uns. Besorge sieben Enzymproben. Mitunter brauchen wir auch das. Oh, die Musik ist auch wieder geil. Ups. Houdini-Splicer mit zwei Schüsse erledigt. Das ist nicht schlecht. Okay. Okay, irgendwo ist noch eine Kamera hier. So. So machen wir das. Das ist die etwas rabiante, die etwas rüde Art, aber das macht mir nichts. In dem Moment macht mir das absolut nichts, dass ich so drauf bin. So. Aber die Mucke ist sehr geil hier. Da ist doch noch was. Bandagen, komm, ich will dort dran. So, geht doch. Eine Kassette. Okay. Irgendjemand ballert hier wie ein Blöder auf mich. Okay. Der da ballert wie ein Blöder auf mich. Okay. Wir nähern uns. Du gehörst jetzt mir, mein Lieber. Und zu deren Musik schafft sich doch richtig geil, oder? So. Ach ja. Dann so. Dann braucht einer, der so hoch geht. Was brauchen wir da noch? Und so einer. Und dann brauchen wir nur noch einer, der von links nach rechts geht. Haben wir dann so Kenner hier? Nee. Scheiße. Haben wir wohl in die Hose geschissen. Von unten nach rechts geht Kenner. Nee. Sorry.
Dann noch einmal. Hoffen wir, dass es das mal klappt. So. So, welche? So einer. So einer. Das mal hämmern, aber so. Die Musik ist echt zu geil. Und du noch. Perfekt. Jetzt gehört er mir. Splittergranate gibt's auch noch. Und da hinten ist noch was. Eine Kontaktmine. Also das reine Ambiente von Bioshock ist eh schon der absolute Hammer, wie ich finde. So, hier aber haben wir nix. Da habe ich mich schon ausgiebig versteckt. Best Friends. Oh. Goldig. Gemeinsam ziehen. Die Kinder mit ihren langen Nadeln, stimmlosen Gliedern, entsetzlichen Pflichten, ihren schauderhaften, frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und Erschaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Puh. Das finde ich aber schon zu heftig, so über die Kinder zu sprechen. Oh oh. Du Scheiße. So. Jetzt verändert man das mal schnell. Okay. So viel zum Daddy. Boah, fuck. Gott. Gott, das tut mir eigentlich schon echt richtig, richtig leid, wenn ich sage, so Mr. Bubbles, steh doch auf. Nein. Ah, sorry. Nein. Nein. Doch, du wärst gerettet. Du wärst gerettet. Hihi. Sind ja schon goldig mit ihrer riesigen Aare. So, jetzt will ich aber wieder sehen. Wow! Jetzt will ich trotzdem sehen, wie du im Schacht reinkletterst. So, jetzt sehen wir es mal aus der Nähe richtig. Zeit für die Haie, süßer Engel. Das ist schon gruselig. Geh lieber schnell, bevor ich mir was anderes überlege. Okay. Okay, das Ding hat tatsächlich für mich gearbeitet. Aber, irgendwas lief du anscheinend falsch. Ahnung, irgendeiner war wohl hinter mir gestanden oder so. So, der Rosie ist jetzt auch kaputt. Schade, dass ich kein Bouncer mehr krieg als Gegner. Ionischer Schrot. Haben wir schon genug ionische Schrot? Echt? Krass. Dann nehme ich halt so mit. Oh ne, nicht. Limit erreicht. Okay. Da hatten wir schon. So. Na dann halt nicht. So, da war ich aber schon. Das war der ionische Schrot, den ich nämlich aufheben kann. Und da hin wollte ich eigentlich noch wohin. Genau. Oh, scheiße. Dann machen wir Auto-Hack. Da muss ganz tolles Zeug drin sein. 100 Stickstoffgranate, 4 Splittergranate. Und 20 Antipersona. Munition für das MG. Sehr schön. Okay. Houdinis Fleißer, die haben es wohl auf der Big Daddy abgesehen, beziehungsweise die Little Sister abgesehen. Ist ja schon irgendwie krass, die Vorstellung, ne?
dass die Splicer, die drehen halt hier völlig am Rad und schaffen entweder für Leute oder machen ihr eigenes Ding. Destilliertes Wasser. Schön. Und zwischendurch latschen dann einfach die kleine gruselige Mädel rum mit ihrer riesigen Type als Beschützer. Wasser in Wein. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trudekühl drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Na toll. Was sage 7 Einheiten destilliertes Wasser. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo diese dämliche... Ah, da ist er. Okay. So. Nee, nix da. Mich kriegst du nicht. Fuck. So viel zu tun, kriegst mich nicht. Nein! Nein! Du solche Scheißding Hacker! Dann leck mich doch. So. Dann versuche ich jetzt nochmal selber zu hacken. Nee, das wird nix. Probier es trotzdem nochmal zu hacken. Oh, fuck. Das ist doch echt ätzend ohne Ende, oder? Das kann als wirklich... Oh, leck mich doch am Arsch, Mann. So. So, das Zeug hier aus. Geh wieder dummer Keitel noch einmal. Alter! Mülleimer! Mann! Ätzend der Scheiß! Okay. Gewitter erleid! Also das kann richtig, richtig ätzend werden. So, jetzt sollte ich aber auf jeden Fall nochmal irgendwo meinen Kruscht kaufen. Damit ich ja wieder Zeit habe. Oh Mann. Ätzend. Sowas. Dollar. In der Registrierkasse ist nichts. Batterie und Leim. Da hat wenigstens noch eine Schrotflinte mit ein bisschen Munition. Ein paar Filme für die Kamera. Da haben wir auch mehr als genug Zeug für die Kamera. Ionischer Schrot kann ich nämlich aufheben. Kaffee kann ich trinken. Oh, und ich höre noch einen Big Daddy. Ich höre hier noch irgendwo einen Big Daddy. Da ohne ist er. Okay, fuck. Gewitter, du Nackheide. So. Und. Okay. Puff, der Wäsching gibt's jetzt. So, es gibt so richtig was auf die Bollschnut. Warst du schon? Oh, ich habe gerade erlebt noch. 46 Dollar. Ja, ich sollte definitiv an den Verkaufsautomat gehen. So. Einen Moment. Boah, Alter, dieses Lachen. Das macht mich fix und fertig. Moment. So einer brauche ich. So einer brauche ich. Dann brauche ich das so. Und dann brauche ich hier so einer. Und meine Fresse. Dann brauche ich so. Da brauche ich einen senkrechten noch. Wo
Tatsache, werde wohl noch ein senkrechte Los sein. Dann so einer und so einer. So. Gut. Ja, genau. Willkommen im Zirkus der Wärter. So, Panzerbrechen holen wir uns auch nochmal. Okay. Das Zeug holen wir uns auch nochmal. Stickstoffgranate. So. Hier eine Batterie, MG-Patrone und hier noch Zeug. Dann haben sie noch Bandage, Maschinengewehrmunition, Registrierkasse mit 2 Dollar, Bandage, tschetschenische Wodka. Ich habe schon gedacht, das wäre destilliertes Wasser. Oh je, noch ein tote Rosie. Patrone, Hülle und Leim. Die erste Begegnung. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf 2 von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Wie assi. Wie assi. Das klingt so nach einer richtigen Knechterrasse. Eines der Mädchen kam und wie er sich dort Arbeiter Schuss züchtet. Ich hab sie weggestoßen und geschrien. Hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängt. Die schmutzigen Klamotten. Dieses tote Glimmen in ihren Augen. Wo gehst du hin? Was? Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist. Alter, das war jetzt zu viel auf einmal. Sowohl die Tenbaum-Sache mit der Little Sisters, die sie da besprochen hat, als auch jetzt die, das Ganze drumherum hier. Meine Fresse, da kommt auch noch so ein Rosie vorbei. Also, scheiß die Wand ab. Das war jetzt doch etwas zu heftig. Das war jetzt zu viel auf einmal. So. Okay. Moment, nee, du war ich gar nicht in dem Gebiet. Ich war woanders unterwegs. Toffelchips? Ja, ich höre noch den Big Daddy Schreier. Boah. So, dort, oder? Ja, genau, hier unten war das. So. Okay, die habe ich zerschrotet. Da ist noch ein Dollar. Tastenfeld. Das hacken wir automatisch. Jetzt gehen wir doch mal durch. Da finden wir Napalm. Bastelzeug. Dollar, Zigarette, Kassette mit Zeug zum Basteln. Und sonst nix. Okay. Interessant. Panzerbrechen, die Munition haben wir jetzt auch nochmal. Und Verbandskaste. Dann können wir gleich mal nehmen. So, jetzt. Müsste. Ah, da ist der. Okay. Alter, Falter. Okay. So, machen wir das so. Autsch. Volle, wo man die Kontaktlinie in die Fresse kriegt. Aber der ist auch kaputt. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute? 56 Dollar. Auf keinen Fall. Oh, da ist noch jemand. Okay. Mistkerl.
viel auf einmal, würde ich sagen. Sehr viel Zeug auf einmal, muss ich sagen. Muss ich echt gestehen. Überfordert mich gerade etwas, um ehrlich zu sein. Ah, Doro. So. Na? Alter. So. Ne, das überfordert mich dann echt, wenn man zu viele Möglichkeiten hat, wohin zu gehen. Und, zusätzlich dann halt auch noch, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, wo man hingehen kann. Und dann auch noch die viele Gegner, die dann herkommen. Das ist schon ziemlich heftig. So. Wobei ich mich hier anscheinend wirklich nur im rein optionalen Ding aufhalte. Das ist aber alles in Ordnung. So. Okay, da oben ist nichts von Interesse. Dann Splittergranate, Leiche mit dem Gummischlauch und Eve Link 2. Steigern Sie das Eve mit jedem Verbandskasten, indem Sie das neue Eve Link 2 benutzen. Ja, okay, das setzen wir durch das Ende aus, was wir eh schon haben. So. Dann hacken wir erstmal das Ding. Ach, wenn wir das über die härteste Schwierigkeitsgrade hier machen müssen. Okay. Halte mal den Gaul an. Kriegen wir alles gebacken. So. Jetzt kriegen wir Sotra vorbei. Okay, dann brauchen wir einer, der noch oben führt. So, einer. Genau. Dann können wir... Was können wir dann? Bubble Net Yankee, was können wir dann? Einer, der so führt, brauchen wir. Ja, scheiße, das bringt nichts. Der führt nur ins Leere. Okay, noch einmal Hacker. Okay. Wir probieren's. Anna Strom. Kommt da überhaupt durch? Nee, scheiße. Dann halt Auto gehackt. Und ja, okay. Da können wir was bauen. Ein Autohacker. Lazarus Vektor. Mit dem neu erfundenen Chemikalie können sie tote Gemüsepflanzen wieder Leben einhauchen. Okay, dafür brauchen wir aber das destillierte Wasser und Pipapo. Ein Autohacker Hammer. Antiperson ist gar nicht mehr so schlecht und panzerbrechend ist auch immer lohnenswert. Gerade gegen Big Daddies und so weiter ist das schon sehr praktisch. Okay. Jetzt gucke ich mich hier nochmal kurz um. Der gehört mir schon. Okay, du warst mal schon ganz am Anfang. Na gut. Boah. Boah. Okay, noch macht uns der Daddy nix. Na gut. Dann lassen wir mal die Puppe tanzen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Unterstützung durch die Maschine hier. Die Munition. Oh, der Daddy hat es kaputt gemacht. Boah. $53 und eine Batterie. Na, geh schon kaputt. So, geht doch. Alter Falter. Jetzt laden wir hier nochmal noch. Ich nehme noch so eine Verbandskiste. Ein paar von der Naiv-Spritze, ach. So, nicht die Zarya, liebe Leute. An der Stelle speichere ich jetzt mal. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock auf Pelzig beim Farmers Market. Also machen's gut und bis morgen dann. Ian Yankee.